So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal Magic Andy. Ich bin der Andy und heute fängt tatsächlich mit diesem Video eine neue revolutionäre Serie für diesen Kanal an. Aber mehr dazu nach dem absolut epischen Intro und dann geht's auch schon los. So, jetzt nach dem Intro erkläre ich euch noch ein bisschen mehr zu dieser neuen Serie. Ich taufe diese neue Serie Ein Zaubertrick durch ganz Deutschland. Ihr fragt euch dann, was soll das heißen? Ganz einfach, ich bin oft viel unterwegs, auf Reisen, hier und da. Und da ist es schwer, meine Videos immer für euch zu produzieren. Natürlich will ich euch nicht vernachlässigen. Und jetzt dachte ich mir, wieso nehme ich euch nicht einfach mal mit? Und genau das wird diese Serie sein. Wir werden einen Kartentrick, also ich werde einen Kartentrick, einen Zaubertrick, was auch immer machen und euch dabei ganz mit durch Deutschland nehmen. Das bedeutet jetzt in dem Fall das allererste Video. Hier seht ihr auch die Anmoderation. Ich hole mir gleich ein Kartenpäckchen. Das ist der Anfang. Und dann werdet ihr immer wieder kurze Ausschnitte sehen, wo ich zum Beispiel dann an der Raststätte bin, im Hotel, an der Sehenswürdigkeit und dann immer einen Teil des Tricks mache. Also hier an der Raststätte werden die Karten gemischt. An der anderen Stelle wiederum wird eine Karte ausgesucht, alles wieder reingesteckt, man kann sich Stück für Stück machen, einen Kartentrick oder zieht sich durch ganz Deutschland. Klingt verwirrend, aber mit dem Video werdet ihr es eh verstanden haben. Ich hole mir jetzt ein Kartendeck und dann geht's auch schon los. So, das war es auch schon wieder von diesem Teil des Videos. Das ist alles, was ich jetzt zu Hause machen werde. Für mich geht's jetzt gleich auf die Reise. Wenn ihr es natürlich seht, bin ich schon längst wieder zu Hause. Aber in meiner Zeit, gleich geht's ab in den Urlaub. Mein Kartendeck nehme ich mit und dann sehen wir uns gleich. Ich weiß nicht genau wo, aber wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind gerade an der Tankstelle. Wie ihr seht, auf einer Mülltonne muss ich das Ganze gerade filmen und ich muss auch das Audio später nachsprechen, weil es einfach viel zu rauschig, viel zu laut auf dieser Tankstelle. Wie ihr seht, mischen wir die Karten gerade mal schnell durch. Einmal, vielleicht auch zweimal. Wir mischen die Karten einfach ein bisschen, dass es wirklich komplett eine neue Reihenfolge gibt, dass alles hier mit den rechten Dingen zugeht. Wir sind gerade wirklich im Urlaubsstress, es ist viel zu heiß im Auto. Trotzdem möchte ich dieses Video hier für euch machen, wie gesagt, auf einer Mülltonne. Und naja, das war's. Jetzt geht's auch schon weiter. So, jetzt machen wir gerade einen kleinen Zwischenstopp im Bayern-Fall. Jetzt natürlich weiter gemischt haben wir die Karten schon. Jetzt heben wir nochmal gut ab, um auch wirklich sicher zu sein, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. So nochmal. Perfekt. Wir packen das Kartenspiel wieder ein. Ich fahre weiter und wir sehen uns gleich wieder. So, andere Mülltonne, andere Raststätte, gleiches Szenario. Wir sind jetzt wieder auf der Autobahn unterwegs. Diesmal habe ich einen Zuschauer mit mir hier, der dann einfach, nachdem wir nochmal gut durchgemischt haben, irgendwo Stopp sagen wird. Und zwar das erste Mal, wenn wir dann wieder angekommen sind, das zweite Mal Stopp sagen und da sagt er Stopp. Okay, wir machen das Kartenspiel genauso, packen es ein und naja, weiter geht's. So, jetzt sind wir auch schon an unserem Ziel am Bodensee angekommen. So, wie gesagt, wie geht es mit dem Trick auch schon weiter? Wenn wir das Kartenspiel rausholen, seht ihr, es ist immer noch genauso wie von der Tankstelle. Und natürlich habe ich auch wieder einen Zuschauer hier mit mir am Start, der für mich einmal wieder Stopp sagen wird. Einmal Stopp gesagt haben wir ja schon, ich will das einmal durchriffeln. Und er geht mit der Hand einfach so ins Bild ran und wissen wir, okay, hier ist Stopp. Ich riffel durch, hier, eine mehr, eine weniger oder passt so, okay. Map und wir schauen natürlich, welche Karte jetzt mit Gesicht nach unten liegt als erstes? Diese Karte in dem Fall. Und diese Karte ist schon den ganzen Trip sehr, sehr wichtig für uns gewesen. Viele werden sich fragen, wieso, aber ihr habt ja gesehen, es gab verschiedene Abschnitte auf Raststellen Bayern jetzt am Bodensee und die haben alle auf eine Situation hingearbeitet. Und zwar, dass diese Karte ja ausgewählt wird. Man könnte also Schicksal beschreiben als Glück oder in meinem Fall sogar vielleicht als Magie. Aber wir schauen erstmal, was überhaupt die Karte in dem Fall ist. Und wir haben ausgewählt die Herz 8. Herz 8, eine einfache Karte, aber eine schöne Karte. Und in dem Fall auch die wichtigste Karte und die einzige Karte, die wir brauchen. Den Rest der Karten kann ich mal weglegen. Denn ich hatte heute Morgen eine gewisse Vorahnung. Ich bin aufgewacht in dem
nicht ganz bequem Hotelbett, aber es war doch schön. Bin dann aufgestanden und ich hatte so einen Traum im Kopf. Ich wusste sofort, heute passiert irgendwas mit der Herz 8. Klingt jetzt dämlich und die meisten werden es mir nicht glauben, deshalb habe ich einen Beweis. Wenn wir jetzt einmal diese Guest Information Mappe hier aufmachen, werdet ihr sehen, dass hier, ich hoffe, ich kann das im Bild halten, eine Karte an diesem Kugelschreiber hängt. Das war meine Vorhersage, die ich aus meinem Traum geschöpfte. Und diese Vorhersage ist natürlich eure Herz 8. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und hoffe natürlich, dass euch das Video jetzt gefallen hat. Das war viel Aufwand. Deshalb hoffe ich mal, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, dann abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser neuen Serie haltet, ob ich die weiterführen soll in andere Teile von Deutschland, vielleicht auch mal außerhalb des Landes, überall, wo ich in den Urlaub gehe, ob ich euch da mitnehmen soll oder nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Andi. Ciao, ciao.